Mit Anton Wissing und René Busch habe ich in Haltern am See eine Verabredung. Nordrhein-Westfalen ist für mich nach wie vor ein beeindruckendes wirtschaftliches Powerzentrum der Bundesrepublik. Wissing und Busch kämpfen bei B&W Energy für die Energiewende in NRW. Hier gibt es nach dem Strukturwandel von umweltschädlicher Kohleförderung, rohstoffintensiver Großindustrie und sterbenden Stromkonzernen einen aktiven Mittelstand, der die Energiewende gestaltet. Genau die richtige Adresse, also für mich. Hallo Herr Wissing. Hallo. Hallo. Freut Sie sich, dass ich da bin? Natürlich, die Sonne mitgebracht. Ja, genau. Okay. Jetzt brauche ich erstmal eine Rosinenschnecke und einen Cappuccino. Ich hoffe, den gibt es da. Die beiden kenne ich schon seit Jahren aus gemeinsamen Filmvorführungen meiner Kinofilme und vielen Gesprächen. Heute wollen wir gemeinsam über die Energiewende bei Unternehmen einen Film machen. Haben keine Rosinenschnecken mehr. Hier komme ich nicht mehr her. Wo sind die Rosinenschnecken, Herr Ferenczky? Ja, die haben keine. Und auch noch so eine blöde Cappuccino-Maschine, das will ich nicht. Gibt's doch nicht. Ich glaube, wir rufen einfach den Herrn Krosse an von der Firma Metacon. Da fahren wir gleich hin, der soll ein paar Rosinenschnecken besorgen. Ich habe gehört, in Kleve, da gibt es die besten Rosinenschnecken in ganz Nordrhein-Westfalen. Ja, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Also los. Ja, dann freue ich mich. Keine Zeit verlieren. Dieses für mich standesgemäße Fahrzeug ist ein Elektroauto. Elektromobilität wird für die Energiewende immer wichtiger, weil sich so alles miteinander verzahnen lässt. Mit dem Elektroauto schaffen wir es, die Energie, die wir durch erneuerbare Energien einfangen, durch Wind- und Solarenergie, dann auch fürs Auto nutzen zu können. Von daher ist Elektromobilität ein Muss für eine Energiewende. Anton Wissing lässt fahren, denn der Tesla hat ein Assistenzsystem. Wir fahren erst einmal tanken. Früher ging es dafür an fürchterliche Zapfsäulen, wo man hinterher massenhaft Euroscheine zücken musste. Getankt wird bei der Energiewende an anderen Orten und ganz oft auch noch kostenlos. Nicht unweit von der Autobahn fahren wir ganz bequem bei einem Windrad vor und können uns gratis direkt vom Erzeuger, einer Bürgerenergiegenossenschaft, ohne Leitungsverluste mit Energie volllaufen lassen. Durch die Schnellladefähigkeit ist der Akku ruckzuck wieder voll. Mit Genossenschaften produzieren Bürger Energie für Bürger. Wie hier seit 2004 im Windpark Heiden. Die Energiewende ist ja eigentlich und soll ja eigentlich eine Bürgerenergiewende sein. Wie ist es hier dann? Also wir haben seinerzeit auch schon den ersten Windpark mit Bürgerbeteiligung errichtet. Hier sind also 51 Bürger und Anwohner und Grundstückseigentümer, die sich daran beteiligt haben. Mit kleineren Beträgen oder auch mit etwas größeren Beträgen. Für den neuen Bürgerwindpark haben wir bereits seit über einem Jahr eine eigene Internetplattform, wo sich jeder interessierte Bürger registrieren kann. Und dort haben wir bereits über 200 Registrierungen gemeldet, dass also hier eine sehr breite Zustimmung oder auch ein sehr breites Interesse von Bürgern da ist, sich zu beteiligen. Und der gesamte neue Windpark wird auch ein Bürgerwindpark werden, der also allein aus Bürgern betrieben wird. Bis zur Rosinenschnecke dauert es ja noch ein bisschen. Ich habe mir gedacht, okay. Leckeren Öko-Apfel für zwischendurch. Den mögen Sie doch auch gerne, oder? Danke. Bitteschön. Na gut. Wir Bürger können also alle Energie, die wir brauchen, selber produzieren, ganz ohne lästige Stromkonzerne. Das ist umweltfreundlicher und viel billiger. So beginnt es jetzt auch vor allem die mittelständische Industrie zu verstehen und handelt und produziert selbstständig Energie. Die Firma Metacon in Kleve hat es getan. Der metallverarbeitende Betrieb packte sich 213 kW Peak Photovoltaik aufs Dach. Und ich bin nicht nur damit sehr zufrieden. Für mich lohnt sich der Besuch und für Metacon die Photovoltaikanlage. Wir haben unsere Stromkosten im Prinzip erstmal halbiert. Und durch diese Halbierung, also irgendwo, wir sprechen davon 60.000 Euro, die wir hatten, die haben wir halbiert durch Reduzierung der Stromkosten, weil wir ja selber den Strom produzieren. Dadurch haben wir uns ein Delta verschaffen und dieses Delta setzen wir um in die Altersversorgung.
Es wird auch teilweise noch der Strom veräußert. Somit baut sich dieses Delta natürlich auch immer noch ein bisschen auf. Und wir schaffen es tatsächlich noch irgendwo auf 3.000 Euro Einspeisevergütung zu kommen. Ja. Aber so viel Geld brauchen Sie doch gar nicht. Nee. Können Sie mir was abgeben? Arme Energiewende-Journalisten. Der Besuch hat sich schon gelohnt, Felix. Dann kommen Sie doch endlich mal mit. Jetzt, sofort. Ich zeig Ihnen dann mal unsere Anlage. Ja, gerne. Metacon hat einen Strombedarf von 270.000 Kilowattstunden, die teuer für 19 Cent pro kWh eingekauft wurden. Das hat sich geändert. Die eigene Anlage auf dem Dach produziert die Kilowattstunde für nur 7,7 Cent. 181.000 Kilowattstunden produzieren die Module jährlich. Und das ist jetzt einer Ihrer Hauptverbraucher hier, so ein Laser? Ja, das ist unsere energiereichste Maschine hier. Was schluckt der denn? 90 kW. Pro Stunde? Pro Stunde. 90 Kilowattstunden? 90 Kilowattstunden. Und hat sich jetzt dadurch, dass Sie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben, das Nutzungsverhalten mit der Maschine verändert? Wir lasten sie tagsüber mehr aus. Die Sonne scheint ab 6 Uhr. Wir haben die Anlage auch so ausgerichtet, die PV-Anlage, dass wir ab 6 Uhr die Sonnenstrahlen schon bekommen und nutzen sie dann bis 4 Uhr, 5 Uhr abends und dann läuft sie alleine. Von der Jahresproduktion an Strom kann Metacon 63% auch gleich selber verwenden. Den Rest speist man für 11,1 Cent pro kWh in das Netz und verdient damit Geld. Zu 42% versorgt sich der äußerst energieintensive Betrieb selber mit Strom und nach 9 Jahren ist die Anlage abgezahlt. Danach gibt es die Energie, bis auf die Aufwendung für die Wartung, umsonst. Trotzdem zögern viele Betriebe, es Metacon gleich zu tun. Ich kann die Unternehmen verstehen, aber wir sprechen oft mit befreundeten Unternehmen und empfehlen ihnen, das unbedingt zu machen. Gerade dann auch Kontakt aufzunehmen mit den BMW-Leuten, weil wir sind da top beraten worden. Und die haben uns das Konzept so vorgestellt und das Konzept, was sie vorgestellt haben, entspricht auch dem, was wir heute da rausbekommen aus der Anlage. Die eingesparten Energiekosten von rund 35.000 Euro jährlich wollen die Inhaber als Altersversorgung nutzen. Nochmal, nach 9 Jahren hat sich alles amortisiert und produziert heute schon einen finanziellen Überschuss. Danach lässt sich die Anlage mindestens 20 Jahre weiter nutzen. Herr Busch, wenn ich mich dem Thema Photovoltaik als Unternehmer annähern will, welche Schritte gehe ich dann als erstes? Eigentlich ganz einfach. Sie gehen einfach bei uns auf die Homepage, da haben wir eine sogenannte Potenzialanalyse und da können Sie in wenigen Schritten feststellen, inwieweit eine Photovoltaikanlage auch für Ihren Betrieb interessant ist. Ja, super, finde ich gut. Ja, super. Elektromobil geht es jetzt zu B&W Energy nach Heiden. Ich fahre jetzt schon das dritte Elektroauto. Das erste war ein kleiner Peugeot. Den hatten wir auch bei uns im Betrieb für jedermann mit dem Modell S von Tesla. Habe ich mich dann dazu entschieden, dieses Fahrzeug zu kaufen. In den Unterhalt ist es sehr preiswert. Ich fahre also unter 10 Cent pro Kilometer. Die setzen sich so zusammen, dass ich rund 3 Cent für Strom, den ich dazu kaufen muss, einkalkuliere. 2 Cent für die Werkstatt, sprich Wartungsintervalle. 1 Cent für Reifen und ca. 2 Cent für Versicherung und diverse andere Dinge. Sind wir irgendwo bei 9, vielleicht 10 Cent großzügig gerechnet, wenn wir die reinen Betriebskosten rechnen. Ja, unschlagbar günstig. Wirtschaftlich alles einwandfrei von Anton Wissing begründet. Aber eigentlich wollte er unbedingt so einen schicken Elektroschlitten fahren, der einen enorm schlanken Fuß macht. Das sage ich hier aber nicht. Die Energie für den Wagen kommt zum größten Teil direkt von den Modulen auf dem Dach des Carports. 20.000 Kilometer Mobilität lassen sich damit jährlich produzieren. Unternehmen wie B&W Energy sind für mich die eigentlichen Player der Energiewende. Gesunder Mittelstand, der wirtschaftliche Lösungen und die Umsetzung bieten kann. Ah, mein Filmplakat, sehr gut. Gefällt mir hier gleich noch alles besser. Bei B&W Energy ist man der Überzeugung, dass die eigene Energieproduktion von Unternehmen ganz selbstverständlich zur Infrastruktur eines modernen Betriebes gehört. Es reduziert nicht nur die Energiekosten für die produzierte Kilowattstunde um die Hälfte,
sondern erhöht auch den Wert der Firma. Mal anders ausgedrückt. Wer versucht, ein gebrauchtes Auto ohne Klimaanlage zu verkaufen, muss hohe Abschläge in Kauf nehmen. So wird es auch in Zukunft Unternehmen ohne eigene Energieproduktion ergehen. In Heiden projektiert und baut man solche Anlagen nicht nur auf, sondern sorgt hinterher sogar für den reibungslosen Betrieb. Weiter geht es zum nächsten Betrieb. Ich bin in Mülheim an der Ruhr bei der WJW GmbH mit dessen Generalbevollmächtigten Daniel M. Reker verabredet. Die WJW GmbH ist unter anderem mit Immobilienmanagement befasst und hat sich auch mit dem Thema von Photovoltaik auf Gewerbeimmobilien befasst. Die Konsequenz war schnell klar. Auf das eigene Dach muss eine Anlage hinauf. 299 kW Peak installierte B&W Energy Ende 2015. Das ganze Dach ist voll mit Photovoltaik. Das hat ja so ein bisschen was Energiewende-Pornografisches an sich. Aber ich finde das ganz toll. Ein Unternehmen, das das macht, so wie wir es uns wünschen. Deshalb gleich die erste Frage. Wie sind Sie überhaupt darauf gekommen, so etwas zu machen? Die Idee kam, als wir das Objekt hier 2014 gekauft haben und die Kapazitäten gesehen haben, die die Flächen hier mit sich bringen. Und da wir uns schon länger mit dem Thema erneuerbare Energien befasst haben, haben wir uns dann überlegt, diesen Schritt zu gehen. Es ist ja insofern eine traumhafte Anlage, weil Sie haben Module made in Germany von SolarWorld. Warum haben Sie sich für deutsche Module entschieden? Deutsches Unternehmen, deutscher Standort ist wichtig. Und wenn man die deutsche Industrie weiter stützen kann und dann auch dem Standort was zurückgibt sozusagen, dass also im eigentlichen Kreislauf bleibt, ist das ein Gedanke, der uns gefällt. Bei einer Investition von rund 300.000 Euro kosteten die SolarWorld Module made in Germany etwa 18.000 Euro mehr als chinesische Module. Dafür gibt es aber mehr Effizienz, mehr Ertrag und bessere Garantiebedingungen. Genau wie im vorherigen Beispiel sind die Produktionskosten für eine Kilowattstunde Strom unschlagbar günstig. Wir liegen in der Regel im gewerblichen Bereich so um die 7 bis knapp 8 Cent, je nach Konstellation, bei der Gestehung der Kilowattstunde. Und das über mehr wie über 20 Jahre. Das heißt, wenn die Anlage erstmal abgeschrieben ist, kostet sie dann auch nicht mehr diese 7 oder 8 Cent, sondern vielleicht noch 2 Cent, um die Anlage in Betrieb zu halten. Unternehmer sind ja kostenbewusst. Bei der Produktion wird ja teilweise auf den Zehntel Cent geachtet. Hier spart man ja 10 Cent, können Sie sagen, pro Kilowattstunde ein. Warum machen das nicht alle Unternehmer? Gute Frage. Der Gedanke, die Energie jetzt selber zu erzeugen und damit deutlich mehr Kosten einzusparen, ist anscheinend noch nicht bei allen Unternehmen angekommen. Wir merken, dass das jetzt bröckelt, dass immer mehr Betriebe auf die Idee kommen, dort auch selber den Strom zu erzeugen und die Energie, die sie quasi auf ihr Dach produzieren können, auch direkt zu verbrauchen. Das wird mehr, aber könnte deutlich mehr sein. Und in der Tat ist es fraglich, warum es noch nicht so viele nutzen, weil es, ich sag mal, noch nie so interessant war wie eigentlich heute. 250.000 Kilowattstunden Strom produziert die Anlage jährlich. Bei einem Eigenverbrauch von nur 180.000 Kilowattstunden. Wir haben jetzt heute einen schönen sonnigen Tag erwischt und der ist noch nicht mal vorbei. Wir haben es gerade mal 15.48 Uhr. Was hat Ihre Anlage denn heute so bislang gebracht? Also heute konnten wir schon ganze 1.170 Kilowattstunden mit unserer Anlage produzieren. Das ist ja mein Jahresbedarf. Ja, wenn Sie so wollen, haben Sie da recht, ja. Und das in nur einem halben Tag. Halben Tag mein Jahresbedarf. Bitte einpacken, nehme ich gleich mit. Ja, ist gut. Jetzt kommen wir zu den spannenden Fragen und geheimen Fragen. Wie haben Sie das Ding finanziert? Wir haben das ganz klassisch finanziert über unsere Hausbank und dann mit Hilfe der KfW. Die bietet da gute Möglichkeiten. Im Moment gibt es ja, glaube ich, so teuflisch niedrige Zinsen. Richtig, die merken Sie dann auch dort, die es einem dann im Grunde nochmal vereinfachen, diesen Schritt zu gehen, weil Sie eigentlich kein Risiko haben und Sie können sogar bis zu 2 Jahre den tilgungsfreien Zeitraum haben, dass Sie also die ersten 2 Jahre lang nur die Zinslast haben und erst dann anfangen müssen zu zahlen. Wie ist denn das so? Fragen andere Unternehmen oder Kollegen nach, wie hast du das gemacht oder ich möchte das auch machen? Wie ist denn so die Resonanz, die Sie haben? Die Resonanz ist grundsätzlich positiv und auch sehr neugierig. Die Unternehmer möchten gerne wissen, wie wir es gemacht haben, was wir da für Möglichkeiten haben, was wir auch einsparen, was wir produzieren.
Und das Interesse geht auch so weit, dass man dann halt auch ganz gerne schon mal Kontakte weitervermittelt, damit auch die anderen Unternehmen sich dann entsprechend informieren können. Mhm. Ja, super. Ja, danke fürs Interview. Eigentlich funktioniert bei der Energiewende fast alles von alleine. Man muss sich nur trauen. Die Wirtschaftlichkeit ist längst nachgewiesen. Unternehmen wie B&W Energy liefern die ganzen Berechnungen, machen die Projektierungen, helfen bei der Finanzierung und setzen letztlich alles schlüsselfertig um. Die Unternehmen müssen nur verstehen, dass sie mit der Photovoltaik auf ihrem Dach einen Wert produzieren können. Dass sie diesen Wert und damit sehr viel Geld verschenken, wenn sie die heutigen Möglichkeiten nicht nutzen. Es lässt sich gar nicht oft genug sagen. Unternehmen können ihre Energie selber produzieren und damit rund 50% der Stromkosten sparen. Man kann aber auch alles weiter beim Energieversorger kaufen und damit sein eigenes, sauer verdientes Geld praktisch verschenken. Zur Freude der Stromkonzerne, die gerne das Geld einstreichen und damit ihren Gewinn machen. Gerade für Unternehmen ist die Photovoltaik ideal, denn die Sonne scheint für sie zum genau richtigen Zeitpunkt. Richtig. Gerade bei Unternehmen haben wir den Vorteil, dass sie möglichst viel Energie tagsüber benötigen und diese Energie tagsüber auch zur Verfügung gestellt wird von der Photovoltaikanlage. Dort erreichen wir selbst ohne Speicher teilweise Selbstversorgungsgrade, sprich Autarkiegrade von 60-70%, wo sie ihren Strom selber produzieren können und brauchen dann nur noch 30-40% dazu kaufen. Also dort eine sehr lohnende Investition, eine Investition in eine Infrastruktur. Immer mehr Unternehmer und Unternehmerinnen interessieren sich für eine eigene Photovoltaikanlage. Die Energiewende ist im Business endlich angekommen. Genauso wie das Thema Stromspeichern per Farming, denn damit kann man die Energie je nach Bedarf verwenden. Farming, speziell mit dem Speicher von E3DC, bedeutet, wir haben hier ein Hauskraftwerk, wo ich in Summe 13,8 Kilowattstunden Strom zwischenspeichern kann. Sollte dieser Speicher nicht reichen, kann ich mehrere hier, wie hier zu sehen, installieren und dann habe ich eine Farm. Sobald ich also zwei Geräte oder mehrere habe, betreibe ich eine Farm von diesen Hauskraftwerken, von diesen Speicher von E3DC. Und somit kann ich größere Mengen Energie speichern und die sind so aufeinander abgestimmt, dass sie auch optimal miteinander arbeiten können. So wie die Module von SolarWorld sind die Hauskraftwerke von E3DC made in Germany. Die Philosophie ist eigentlich ganz einfach. Der Eigenverbrauch der so günstig selber produzierten Energie soll so hoch wie möglich sein. Dafür braucht man die Batterien als Speicher im Hauskraftwerk, welches Energieproduktion, Speicherung und Verbrauch selbstständig steuert. Dabei ist es dem Hauskraftwerk ganz egal, woher es die Energie bekommt. Alles, was die ganze schöne Energiewendetechnik so anliefert, kann die schlaue Kiste verarbeiten und an die angeschlossenen Verbraucher sinnvoll verteilen. Die Energie, die ich einmal auf dem Dach produziere, ist ja sehr preiswert. Da möchte ich zusehen, dass ich möglichst viel von dieser Energie auch selber nutze. Und von daher sind Speicher einfach heute, also Batteriespeicher, sehr interessant. Aber nicht nur Batteriespeicher sind interessant, natürlich auch das Heizungssystem, wo ich dann gezielt sagen kann, jetzt bitte die überschüssige Energie von meinem Dach auch in meine Heizung, wo ich auch über Wärme speichern kann. Strom, Wärme, Mobilität. Moderne Energiewendetechnik kann alles preisgünstig liefern. Stimmt. Wir haben alle Technologien ausgereift da. Wir können mit der Photovoltaik den nötigen Strom produzieren, mit der Wärmepumpe die nötige Wärme produzieren, mit dem Speicher die Zeiten überbrücken und mit dem Elektroauto auch dann die Energie ins Elektroauto speichern, dann, wenn sie zur Verfügung steht, und dann damit fahren. Also wir haben alles vorhanden und man muss sich nicht in seinen Komfort einschränken und spart dadurch auch noch enorm viel Geld über die Jahre. Ökonomisch ist das alles machbar. Ökologisch ist es sogar zwingend.
Denn die Umstellung auf CO2-freie, regenerative Energieversorgung ist überhaupt die Grundlage, um in Zukunft noch so etwas wie Wirtschaft machen zu können. Denn ohne einen wirksamen Klimaschutz wird es schon bald auf unserem Planeten überhaupt nicht mehr weitergehen. Wir müssen die Energiewende unbedingt durchsetzen. Felix, du sagst ja immer, warum sollte man das nicht machen, nachdem du selber mit deiner eigenen Anlage und Speicher so viel Energie produzieren und verteilen kannst? Aber genauso ist das eigentlich bei den Betrieben auch. Warum sollte man das nicht machen? Warum sollte man sich nicht selber lange Jahre mit günstiger Energie versorgen? Also bei der Energiewende im privaten wie im gewerblichen Bereich heißt es einfach, selber machen.